Herr Brigadier, Hauptmann Kobert meldet, die Militärmusik des Militärkommandos Burgenland sowie den Fahnentrupp des Jägerbataillons 19, den Ehrenzug gestellt durch das Jägerbataillon 19 sowie die anzugelobenden Rekruten des ETs 0522 in der Stärke von 84 Mann sowie das Jägerbataillon 19, die Betriebsstaffel Monte Cuccoli-Kaserne und die Fahnenabordnung des Österreichischen Kameradschaftsbundes zur feierlichen Angelobung sowie zur Kommandoübergabe angetreten. Danke, bitte mit dem Festtag beginnen. Jawohl, mit dem Festtag beginnen. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen des Jägerbataillons 19 ist es mir eine Ehre, Sie alle heute bei der Kommandoübergabe des Jägerbataillons 19 an den Bataillonskommandanten Herrn Oberst Christian Lüpersbeck sowie der Angelobung des Einrückungstermins Mai 2022 in unserer Mitte zu wissen. Darf ich jedoch speziell alle Angehörigen, Freunde, Bekannten und Verwandten, unsere Rekruten des Einrückungstermins Mai recht herzlich in der Monte Cuccoli-Kaserne willkommen heißen. Wir freuen uns, dass Sie so zahlreich erschienen sind und diesen wichtigen Schritt für unsere jungen Soldaten mit Ihnen gemeinsam feiern wollen. Ein festlicher Choral leitet nun über zu den sakralen Worten der Hohen Geistlichkeit Militärdekan Alexander Wessely sowie Militäroberkurat Wilfried Schei. Thank you.
Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Sehr geehrte Anzugehobende, liebe Mitfeiernde, liebe Kameraden, ich lese den für heute ausgelosten Text aus dem Alten Testament, Buch Jesaja 64, Vers 8, und spreche dann ein Gebet. Herr, zürne nicht so sehr und gedenke nicht ewig der Sünde. Sieh doch an, dass wir alle dein Volk sind. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, wir bitten dich für diese jungen Menschen, dass sie ihre Soldatenzeit als eine gute Zeit erleben, als eine Zeit, in der sie hineinwachsen in die größere Gemeinschaft, wo sie reifen an Erfahrung und Charakter. Bewahre sie vor allem Übel und steh ihnen in Not und Anfechtung bei. Lass sie echte Kameradschaft finden und einander mit Achtung und Respekt begegnen. Und schenke uns alle in deinen Frieden, den die Welt so nötig hat. So bitten wir um deinen Segen für diese jungen Menschen und auch für den neuen Kommandanten des Jägerbataillons 19. Seien Sie gesegnet. Amen. Geschätzte Herren und Festgäste, geschätzte Kameraden des Aktiv-, Miliz- und Ruhestandes, liebe Freunde der Militärmusik, liebe anzugelobende Rekruten, sehr geehrter Herr Horst, lieber Christian, Mama sagt, steh auf, du musst in die Schule. Der Sohn sagt, nur noch 5 Minuten, die Mama sagt, steh auf, es ist schon spät, du musst in die Schule, sagt der Sohn. Die Kinder lachen mich aus, der Schulwart hasst mich und die Lehrer rollen mit den Augen, ich will nicht in die Schule, sagt die Mutter, steh endlich auf, du musst in die Schule, du bist der Direktor. Ich hoffe nicht, dass es euch so geht, dass ihr euch oftmals gedacht habt, ich will nicht in die Kaserne. Und Herr Oberst, ich hoffe, dass es dir nicht so gehen wird, dass du dir denkst, ich will nicht in die Kaserne, obwohl es natürlich nicht nur Sonnentage im Kasernenalltag gibt, sondern auch der Himmel bedeckt sein kann, es mitunter auch regnen kann und stürmisch sein kann. Ich freue mich, dass ich euch alle heute wieder sehe nach einer langen Zeit der Pandemie. Ich freue mich auch, dass es sich ausgegangen ist, dass ihr meinen Mitbruder in der Verkündigung des Wortes Gottes noch sehen konntet, zum Unterricht. Denn die Militärseelsorge ist genauso bunt wie die Armee, genauso vielfältig, auch unterschiedlich in den Aufgaben. Aber es gibt keine Aufgabe, und darüber haben wir im Unterricht ja lange nachgedacht, die nicht gebraucht werden würde. Vom Rekruten bis zum Kommandanten in den unterschiedlichsten Funktionen. Eines ist aber diesen Funktionen gemeinsam, nämlich das Dienen. Sehr geehrter Herr Oberst, wir haben letztes Jahr noch unter deinem Vorgänger ein Wegkreuz nahe Urbersdorf renoviert. Du hast gesagt, es liegt auf deinem täglichen Weg in die Kaserne. Es ist prachtvoll renoviert worden. Und dieses Kreuz erinnert uns letztlich an den Dienst, an den Dienst Christi an uns Menschen, und an den Dienst, der uns als Soldatinnen und Soldaten anvertraut ist, als Dienerinnen und Diener des Friedens. Und knapp vor der Kreuzigung ist das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern, mit den Aposteln. Und er dient den Aposteln. Egal, wo wir im Bundesheer stehen, als Rekrut oder als Kommandant, wir sind zum Dienen berufen. Junge, geschätzte Kameraden, ihr werdet heute geloben zu dienen. Bei dir, Herr Oberst, ist diese erste Angelobungsformel schon etwas länger verklungen, aber dennoch in deinem Herzen verankert. Und das ein zweites Mal hinzugefügt, treu bis in den Tod. Das Kreuz am Weg nach Urbersdorf soll dich aber, Herr Oberst, noch an etwas weiteres erinnern, dass du tagtäglich mit deinen Soldatinnen und Soldaten auf dem Weg bist. Und wenn du in die Kaserne fährst und an diesem Kreuz vorbeikommst, mögest du jedes Mal gesegnet sein für deinen Dienst, für deinen gemeinsamen Weg mit deinen Soldatinnen und Soldaten, mit den dir Anvertrauten, von den Grundwehrdienern hin
bis zu allen, die hier in der Montecuccoli-Kaserne und darüber hinaus dienen. Gottes Segen für euren weiteren Dienst, geschätzte junge Kameraden. Gottes Segen für deinen Dienst, Herr Oberst. Ich wünsche dir gute Entscheidungen, Entschlossenheit, aber dennoch ein weites und hörendes Herz. Gottes Segen. Amen. Eine Fanfare leitet in Kürze über zum ersten Höhepunkt des heutigen Festaktes. Der Kommandant der ausgerückten Truppe kommandiert das Feldzeichen in die Mitte des Antreteplatzes. Im Anschluss übergibt der Brigadekommandant Brigadier Christian Habersatter das Feldzeichen des Jägerbataillons 19 und somit offiziell die Führungsverantwortung des Verbandes an den Bataillonskommandanten Oberst Christian Luipersbeck. Nach dem Eintreten des Fahnentrupps werden der Bataillonskommandant Oberst Christian Luipersbeck und der Brigadekommandant Brigadier Christian Habersatter ihre Worte an Sie richten. Herr Oberst, hiermit übergebe ich hier die Verantwortung über das Jägerbataillon 19. Das ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, vielen Aufregen, vielen Herausforderungen. Ich wünsche dir dafür alles Gute zum Fahrtenglück und eine sichere Hand zur Führung des Bataillons. Herr Brigadier, ich übernehme die Fahne des Jägerbataillon 19 und damit die Führung des Bataillons. Ich werde alles tun, um dem Vertrauen gerecht zu werden. Sehr geehrter Herr Landesrat, hohe Geistlichkeit, werte Kommandanten, geschätzte Ehren- und Festgäste, Soldaten und Bedienstete des Jägerbataillon 19 und der Betriebsstaffel der Montecuccoli-Kaserne. Zunächst möchte ich einige Worte an die anzuglobenden Grundverdiener richten. Ich kann mir vorstellen, dass es für einen jungen, wehrpflichtigen Staatsbürger heute aufgrund der sicherheitspolitischen Entwicklungen in Europa, im Besonderen durch den Krieg in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, in der Ukraine, keine leichte Entscheidung ist, sich für den Dienst an der Waffe zu entscheiden.
Sie haben sich für den Dienst beim Bundesheer entschieden. Und dafür gebührt Ihnen Dank und Respekt. Wir, das Jägerbataillon 19, haben den Auftrag, Sie in der sogenannten Basisausbildung Kern auszubilden und Ihnen die soldatischen Fertigkeiten anzueignen. Am Ende dieser Woche werden Sie bereits zu Ihren vorgesehenen Dienststellen versetzt, wo Sie den restlichen Grundwehrdienst in verschiedenen Funktionen als Kraftfahrer, als Wachsoldat oder als Mechaniker ableisten und damit einen wichtigen Beitrag im System Bundesheer leisten. Ich bin überzeugt, dass Sie beim Jägerbataillon 19 in Güssing eine fundierte Basisausbildung und Militär erfahren haben und auch Kameradschaft erlebt haben. Ich wünsche Ihnen für Ihren weiteren Grundwehrdienst viel Soldatenglück und für Ihren weiteren Lebensweg alles Gute. Geschätzte Ehren- und Festgäste, Soldaten, es ist mir eine Freude und eine Ehre, dass ich als Kommandant des Jägerbataillon 19 vor Ihnen stehen darf. Das Kader des Jägerbataillon 19 ist heute ein kaderstarker Verband in einer modernen Kaserne mit ausgezeichneter Ausbildungsinfrastruktur disloziert. Das Bataillon verfügt über eine gut ausgebildete und gut ausgerüstete Kaderpräsenzeinheit und ist mit geschützten Gefechtsfahrzeugen ausgestattet. Dies ist vor allem ein Verdienst meiner Vorgänger. Es freut mich besonders, dass diese ehemaligen Kommandanten heute anwesend sind. Oberst Trinkel hat das Jägerbataillon 19 auf ein solides Fundament gestellt und ein intaktes Bataillon geformt. Insbesondere der langjährige Kommandant des Jägerbataillon 19, Oberst Erkinger, hat diesen Verband hier in Güssing zusammengeführt, geprägt wie kein anderer und im zivilen Umfeld hier im Südburgenland fest verankert. Oberst Höfler hat diesen erfolgreichen Weg konsequent weiterverfolgt und hat das Bataillon mit seiner umsichtigen, besonnenen Art im Zuge seiner Truppenverwendung im letzten Jahr durch die Pandemie mit den zahlreichen Zusatzaufträgen geführt. Ich möchte mich auch bei meinem Vorgesetzten, bei meinem Brigadekommandanten, Brigadier Habersatter, dem Kommandanten der 3. Jägerbrigade, Brigade Schnelle Kräfte, für das Vertrauen, das in mich gesetzt wird, bedanken. Ich verspreche dir, Herr Brigadier, und meinen Soldaten, dass ich alles tun werde, um diesem Vertrauen gerecht zu werden. Es ist mir auch eine besondere Freude, dass es jetzt nach der langen Zeit der Einschränkungen wieder möglich ist, die Öffentlichkeit in die Kasernen einzuladen. Das Jägerbataillon 19 ist ein fester Bestandteil des öffentlichen Lebens hier im Südburgenland mit ausgezeichneten Verbindungen zu den verschiedenen Behörden, zu den Einsatzorganisationen, zu den Schulen in den südlichen Bezirken, unserem langjährigen Partner, der Arbeiterkammer Burgenland, und den Gemeinden in der Region. Ihre Anwesenheit unterstreicht diese gelebte Verbundenheit. Die Auftragsbücher des Bataillons sind dicht gefüllt. Beispielhaft möchte ich anführen. Das letzte Vollkontingent an Grundwehrdienern ist nach der Abschlussübung am Truppenübungsplatz Almsteig erst Ende März abgerüstet und das nächste Vollkontingent rückt im Juli bei uns ein. Zusätzlich wurden und werden Überbrückungs- und Fremdkontingente bei uns ausgebildet. Neben der Grundwehrdienerausbildung begleitet uns die Aus- und Weiterbildung unseres Kaderpersonals und die Ausbildung von Milizsoldaten, wie beispielsweise im Herbst die beorderte Waffenübung des Jägerbataillons Burgenland, für welches wir mobilmachungsverantwortlich sind. Das gesamte Jahr stehen Teile des Jägerbataillons 19 im Einsatz. Unsere KB-Kompanie kam Anfang April aus einem 6-monatigen Auslandseinsatz im Kosovo zurück und hält sich derzeit mit einem Zug als Verstärkungskraft für den Einsatzraum Bosnien bereit. Die 2. Kompanie befindet sich gegenwärtig im sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz an der burgenländisch-ungarischen Grenze und das neue Vollkontingent Juli wird nach derzeitigen Planungen ebenfalls die letzten 3 Monate des Grundwehrdienstes an der Grenze verbringen.
Zusätzlich haben wir permanent kleinere Elemente und Soldaten in unterschiedlichsten Auslandsmissionen und im Objektschutz Wien eingesetzt. Im Juni wird die internationale Militär-Fallschirmsprung-Weltmeisterschaft hier in Güssing im Zusammenwirken mit dem Militärkommando Burgenland durchgeführt. An die 40 Nationen, von europäischen über südamerikanischen bis hin zu asiatischen Ländern, werden hier ihr Können beim Absprung aus Hubschraubern und Flächenflugzeugen unter Beweis stellen. Zu diesem Event darf ich Sie bereits jetzt sehr herzlich einladen und mich auch bei der Stadtgemeinde Güssing bedanken, die uns tatkräftig unterstützt. Ziele, die ich im Zuge meiner Kommandoführung umsetzen möchte. Oberste Priorität hat für mich die Auftragserfüllung und das Sicherstellen der Einsatzbereitschaft des Jägerbataillon 19, um damit als gehärteter Verband für die 3. Jägerbrigade und damit für die Streitkräfte zur Verfügung zu stehen. In den letzten Jahren und Monaten hat das Bataillon einen enormen Zulauf an hochwertigen Geräten erfahren. Ich denke hier beispielsweise an die Vollausstattung mit dem Radpanzer Pandur, die Mehrzweckfahrzeuge Hussar und das geschützte Bergefahrzeug. Auch personell hat das Jägerbataillon 19 einen sehr hohen Besetzungsgrad erreicht. Ziel ist, das Personal zu halten, aber vor allem im Bereich der Chargenarbeitsplätze bei unserer Kaderpräsenzeinheit und bei den Offizieren aufzuholen. Im Mittelpunkt aller Überlegungen steht der Mensch. Ich behaupte, dass gerade beim Jägerbataillon 19 ein offenes, wertschätzendes Miteinander von Personalführung und Personalvertretung stattfindet. Ich darf ersuchen, und die letzten Monate haben dies bereits gezeigt, dass dieses konstruktive Miteinander im Sinne des Bataillons weiter fortgeführt wird. Das soldatische Handwerk, die Ausbildung militärischer Kernfähigkeiten mit unseren gehärteten Gefechtsfahrzeugen hat wieder in den Vordergrund zu rücken. Und die geforderten Fähigkeiten im Rahmen der Brigade Schnelle Kräfte sind konsequent weiter zu optimieren. Ein weiteres Ziel ist das Eingehen einer Partnerschaft mit einem internationalen Infanterieverband, um ausbildungsmäßige Synergien und einen gemeinsamen Fähigkeitsgewinn zu erzielen. Hier sind die Planungen und die Vorarbeiten schon sehr weit gediehen und ich hoffe, dass wir im Zuge des heutigen Traditionstages die Partnerschaft mit dem deutschen Jägerbataillon 1 besiegeln können. All diese Vorhaben und Ziele erfordern auch die notwendigen monetären Mittel und ausreichend Ausbildungszeit. Es ist ein Gebot der Stunde, die Landesverteidigung wieder zu stärken. Es wäre daher höchst an der Zeit, die Verbände von Nebenaufgaben zu entlasten, endlich wieder waffengattungsspezifisch ausbilden zu können und mit Volltruppe wieder in einen Übungsmodus zu gelangen. Wer verteidigen, wer kämpfen kann, kann auch helfen. Ich darf mein Kader, meine Soldaten auffordern, diesen Weg mitzugehen, gemäß unserem Leitspruch, vorwärts mit frischem Mut. Es lebe das Jägerbataillon 19, es lebe das österreichische Bundesheer. Sehr geehrter Herr Landesrat, geschätzte Abgeordnete, hohe Geistlichkeit, Herr Brigadier, lieber Gernot, sehr geehrte Kommandanten, geschätzte Ehrenfestgäste und vermehrte Rekruten, die Sie hier Anfang Mai eingerückt sind. Es gibt drei Anlässe, auf die ich in meiner Rede eingehen möchte. Zum ersten die Verabschiedung des scheidenden Kommandanten, Oberst des Generalstabsdienstes Höfler. Zum zweiten ein paar Worte zum neuen Kommandanten, also kein Unbekannter, und als dritter Teil ein paar Worte gerichtet an unsere Rekruten. Oberst des Generalstabsdienstes Höfler hat ein Jahr als Truppenverwendung bei diesem Verband absolviert. Das war im Jahr 2021. Wie wir alle, auch er, besonders er als Kommandant, konfrontiert mit der Situation rund um Covid. Es war sehr schwer,
militärische Fähigkeiten zu erhalten und die Ausbildung weiter fortzuführen. Die Personalsituation im Verband, vor allem was den Offiziersbereich betrifft, ist eine ebenso sehr fordernde. Sehr positiv ist es im Bereich der Unteroffiziere, hat sich sehr gut entwickelt. Und in diesem einen Jahr der gemeinsamen Zusammenarbeit mit Oberst Höfler sind mir folgende Punkte aufgefallen. Er ist sehr stark fokussiert auf die militärischen Kernaufgaben, soweit es in diesem Pandemiejahr überhaupt möglich war. Er zeigte ein sehr, sehr hohes persönliches Engagement für seine Mitarbeiter. Anliegen des Verbandes hat er immer mit Nachdruck gegenüber Vorgesetzten und anderen Dienststellen verfolgt. Er hat einen sehr, sehr nüchternen Blick auf die Realität gepflegt und hat aus der Realität auch versucht, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und er war sehr, sehr geradlinig und offen in seinem Verhalten gegenüber Vorgesetzten, aber auch gegenüber seinen Mitarbeitern. Ich kann mir gut vorstellen, dass für dich, Herr Urst, das Jahr ein sehr, sehr schönes, forderndes Jahr mit vielen Eindrücken war. Und du hast sicherlich bei diesem Verband sehr viel Kameradschaft erlebt. Und alle diese Beobachtungen und Erfahrungen wirst du mitnehmen, hast du mitgenommen in deine neue Funktion in das Kabinett der Frau Bundesministerin. Und ich bin froh, dass ein Soldat hier in diese Beratungsrolle hineingeht und militärische Fachexpertise auf oberster Ebene abbilden kann. Und ich kann dich nur bitten, auch in Zukunft diese Expertise einzubringen, zum Wohle nicht nur eines Verbandes wie der Megamater 19, sondern des gesamten Bundesheeres. Herzlichen Dank dafür. Bei einem Herrn, der heute leider nicht hier sein kann, Oberstleutnant Dietmar Deutsch, der mehrmals in der Vergangenheit vertretungsweise das Bataillon geführt hat, jetzt seinen Dienst dort in Graz hat und dort eine neue Funktion angetreten hat. Zum neuen Kameraden. Oberst Lüppersbeck ist hier im Verband eine bekannte Größe und vielen auch ein Name im Südburgenland. Vom militärischen Werdegang hat er verschiedenste Funktionen durchlaufen. Und ich bin froh, dass er hier als Kommandant vom Megabataillon 19 bestellt wurde. Damit tritt wieder Ruhe in der Führung dieses Bataillons ein. Und der neue Kommandant hat bereits die Brücke betreten und gibt die Richtung vor. Seine Verwendungen vor dieser Kommandantenverwendung sind also sehr, sehr vielfältig, seien es Verwendungen im Ausland oder auch Verwendungen in den verschiedensten Führungsebenen und Hierarchien. Es sind also gute Voraussetzungen, die Oberst Lüppersbeck mitbringt, um den Arbeitsplatz auch richtig auszufüllen. Die wichtigsten Aufgaben für das Bataillon werden sein und damit für den Bataillonskommandanten: Sicherstellung der personellen Befüllung, Ausrichtung auf den Kernbereich der militärischen Landesverteidigung, das ist der Kampf, und die Fortsetzung der Weiterentwicklung des Verbandes mit dem geschützten Fahrzeughandel. Die Rahmenbedingungen sind gut und Oberst Lüppersbeck wird darauf aufbauen und mit Unterstützung seines Kaderpersonals in die Zukunft marschieren. Und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir weiterhin eine gute Zusammenarbeit pflegen werden, lieber Christian, und dass wir für die Bevölkerung und auch für unsere militärisch Vorgesetzten bestmöglich die Aufträge erfüllen werden. Ich darf aber auch die zivilen Dienststellen, Behörden und Organisationen bitten, den neuen Kommandanten entsprechend zu unterstützen, denn die Auftragslage ist wahrlich eine hohe, deswegen braucht es auch Ihre Unterstützung. Ich wünsche dir alles Gute in der Führung deines Verbandes. Ich komme nun zu den jüngsten Mitarbeitern dieses Verbandes. Die Rekruten des Einrückungstermins Mai
die hier ihre erste militärische Ausbildung absolviert haben. Geschätzte Rekruten, herzlichen Dank dafür, dass Sie den Weg zum Bundesheer gewählt haben. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Wie Sie wissen, gibt es auch Alternativformen des Dienstes in Österreich. Und umso mehr freut es mich, dass Sie diesen Weg gewählt haben. Ich bedanke mich dafür und ich ersuche alle dafür, nämlich dass Sie den Weg zum Bundesheer gewählt haben, den Herrn einen entsprechenden Applaus zu gewähren. Geschätzte Rekruten, ich kann mir gut vorstellen, dass das erste Monat für Sie schwierig war. Heraus aus dem zivilen Leben, hinein in eine Uniform, vorgeplanter Tagesablauf, normiertes Essen unter Anführungszeichen, hohe körperliche und geistige Beanspruchung. Es ist wahrlich ein großer Umstieg vom Zivilleben zum Soldatenleben. Aber das ist notwendig. Sie brauchen nicht nur die handwerklichen Fähigkeiten, die Ihnen vermittelt wurden, Sie brauchen auch Werte, die Ihnen mitgegeben werden. Ich glaube, dass das Kaderpersonal hier sein Bestes gegeben hat, um diese Werte zu vermitteln. Ich nenne Ihnen hier nur einige, wie Disziplin, Gehorsam, Kameradschaft. Das braucht es aber, sonst funktioniert eine so große Organisation wie das Bundesheer nicht. Und ich ersuche Sie, sich wirklich vor allem an diesen Werten zu orientieren. Ich kann Ihnen garantieren, dass die nächsten Monate beim Bundesheer dann erfolgreich verlaufen werden. Mit dem heutigen Tag werden Sie ein Treuegelöbnis eingehen. Das ist ein Band, welches sich Sie mit dem Bundesheer Ihr ganzes Leben verbindet. Das endet nicht mit dem Abrüsten in grob 5 Monaten. Und ich hoffe, dass dieses Band ein stabiles ist. Wir versuchen unseren Beitrag dazu zu leisten. Ich versuche auch Sie hier Ihren Beitrag zu leisten. Und ich wünsche Ihnen vor allem eines, dass dieses Treuegelöbnis Ihnen in Erinnerung bleibt und bewusst bleibt, für Sie dieses Treuegelöbnis leisten. Und Sie kennen möglicherweise aus dem Radio die neuesten Statistiken und Vorhersagen und dergleichen. Eine schwedische Studie sagt, seit 2010 grob hat sich die Anzahl der Konflikte und Krisen weltweit verdoppelt. Es waren noch nie so viele Menschen auf der Flucht. Klimaveränderung wird dazu beitragen. Migration, wir stehen erst am Anfang. Viele dieser Dinge werden noch auf uns zukommen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir uns als Militär auf diese Aufgaben vorbereiten. Und mir ist bewusst, dass Assistenzen uns sehr viel Zeit und Kraft kosten. Mir ist bewusst, dass das ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist für die Bevölkerung. Wir dürfen aber nicht vergessen, uns auf das Morgen und Übermorgen vorzubereiten. Da kann es sein, dass wir nicht nur mit Assistenzen unterstützen müssen, sondern dass es tatsächlich militärische Aufgaben sein werden. Und darauf gilt es, sich vorzubereiten, dass unsere Bevölkerung ein Recht darauf hat, dass wir heute bei Assistenzen unterstützen und morgen möglicherweise die Aufgabe einer anderen ist, nämlich eine kernmilitärische Aufgabe. Und das ist auch die Richtschnur für das Kaderpersonal und die 3. Jägerbrigade. Wir werden also alle möglichen Ressourcen in diese Richtung auch bündeln. Geschätzte Rekruten, ich wünsche Ihnen viele positive Erinnerungen an die Zeit hier in Güssing. Ich wünsche Ihnen auch erfolgreiche noch kommende 5 Monate. Nehmen Sie dieses Treuegelöbnis sehr ernst. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Es leben unsere Rekruten. Es lebe das Jägerbataillon 19. Vorwärts mit frischem Mut! Der 83er Regimentsmarsch leitet nun über zu den Worten des zivilen Höchstanwesenden, Herrn Landesrat Dr. Leonhard Schneemann. Im Anschluss an die Ansprache erklingt ein Musikstück der Militärmusik Burgenland.
Sehr geehrter Herr Brigadier, werte Kommandanten, Angehörige des österreichischen Bundesheeres, liebe Rekruten mit Familienangehörigen, Freunden, Bekannten, geschätzte Herren und Festgäste. Ich möchte mich zunächst beim Militärkommando Burgenland für die Einladung zur Kommandoübergabe und zur feierlichen Angelobung der 84 Rekruten recht herzlich bedanken. Zu Beginn auch ein herzliches Danke der Militärmusik Burgenland, die für diese feierliche Umrahmung sorgt. Das Burgenland hat in seinen letzten 100 Jahren eine gute Entwicklung genommen, entlang dieser Grenze, entlang diesen eisernen Vorhangs. Wir haben auch die Pandemie in den letzten 2 Jahren ganz gut bewältigt. Und trotzdem bereitet die jetzige Entwicklung vielen Menschen, nicht nur im Burgenland, große Sorgen. Der Krieg vor unserer Haustür, mitten in Europa, sorgt da und dort für Unmut, erzeugt bei vielen Menschen Druck, erzeugt auf der einen Seite großen wirtschaftlichen Druck, was passiert, wenn wirklich plötzlich die Gaslieferungen fehlen, und erzeugt auf der anderen Seite bei vielen Menschen, das erfahre ich täglich aus vielen Gesprächen, auch psychischen Druck. Und in solch schwierigen Zeiten brauchen die Menschen vor allem eines, das ist Sicherheit. Sicherheit und Schutz. Und dank euch kann ich heute voller Überzeugung sagen, das Burgenland ist ein sicheres Bundesland. Sicherheit hat für das Burgenland als Grenzregion und als Tor zum Osten am ehemaligen eisernen Vorhang einen besonders hohen Stellenwert. Bis heute ist das Burgenland Sicherheitsdienstleister für ganz Österreich und der EU. Damit können wir mit Fug und Recht behaupten, im Burgenland leben heißt auch sicher leben. Zu verdanken ist dies sicherlich der hervorragenden und engagierten Arbeit unserer Sicherheitseinrichtungen, der Polizei, aber auch dem österreichischen Bundesheer. Und gerade unserem Bundesheer kommt ihre Aufgabe, Schutz und Hilfe für die Bevölkerung zu schaffen, ein besonderer Stellenwert zu. Aber auch, es ist angeklungen, bei Naturkatastrophen, Überschwemmungen oder auch bei verschiedenen Krisenfällen ist das Bundesheer immer ein verlässlicher und wichtiger Partner. Auch die zahlreichen internationalen Einsätze in den letzten Jahrzehnten in Zypern, am Golan, in Bosnien, im Kosovo, in Afghanistan und gerade am Balkan sorgen für ein hohes Ansehen des österreichischen Bundesheers. Hunderte österreichische Soldatinnen und Soldaten stehen Tag für Tag im Dienste des Friedens. Jährlich sind es Tausende. Dazu kommen die Assistenzeinsätze an den Grenzen. Anfang der 90er Jahre begann nach der Ostöffnung nicht nur für das Burgenland eine neue Ära, auch für das österreichische Bundesheer. Seither leistet das Bundesheer mit dem Assistenzeinsatz an der Grenze einen unverzichtbaren Dienst für die Sicherheit der Burgenländerinnen und Burgenländer. Und der Brigadier hat es gesagt, ja, es ist nicht die primäre Aufgabe des Bundesheers,
Assistenzeinsätze zu leisten. Beispielsweise, wie es in den letzten 2 Jahren war, Einsätze zum Wohle der Pandemie, zur Bewältigung der Pandemie. Und dennoch war es von unschätzbarem Wert, dass die vielen Soldatinnen und Soldaten gerade in den letzten 2 Jahren zur Bekämpfung dieser Pandemie in unseren burgenländischen Test- und Impfzentren ausgeholfen haben und zur Verfügung gestanden sind. Ein herzliches Danke auch dafür heute von Seiten des offiziellen Burgenlandes. Wir sehen, das österreichische Bundesheer war stets Garant für Stabilität und Sicherheit. Die Burgenländerinnen und Burgenländer können sich auf ihr Bundesheer verlassen. Und das wird auch in Zukunft so bleiben. Auch aufgrund der 84 Rekruten, die heute angelockt werden, viele davon bleiben im Burgenland, andere davon werden nach Niederösterreich oder Wien versetzt, wird diese Sicherheit, dieser Dienst auch weiterhin aufrechterhalten bleiben können. Ihnen gilt heute mein besonderer Gruß und meine besondere Wertschätzung. Sie haben sich bereit erklärt, Ihren Dienst beim österreichischen Bundesheer zum Wohle der Allgemeinheit zu versehen. Ich denke, es ist eine notwendige und richtige Entscheidung von Ihnen, dass Sie in sicherheitspolitisch schwierigen und unsicheren Zeiten für den Bereich Sicherheit unserem Heimatland Burgenland in der Republik Österreich einen entsprechenden Beitrag leisten. Für Sie beginnt ein neuer Lebensabschnitt und ich bin überzeugt davon, dass Sie die an sich gestellte Aufgaben auch erfüllen werden. Sie geloben heute das Bekenntnis zur Republik Österreich, zur österreichischen Landesverteidigung. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft viel Soldatenglück und alles Gute. Doch wir haben heute noch einen weiteren Grund zu gratulieren, denn Oberst Christian Wölpersbeck übernimmt das Kommando des Jägerbataillons 19 von Oberst Markus Höfler, den ich an dieser Stelle für seine verdienstvolle Tätigkeit hier beim Jägerbataillon 19 danke und ihm für seine weitere militärische Laufbahn alles Gute wünsche. Mit dem neuen Kommandanten ist sichergestellt, dass dieses Bataillon weiterhin ausgezeichnet geführt wird. Oberst Wölpersbeck bringt die besten Voraussetzungen mit. Das sind menschliche Führungsqualitäten, Erfahrung in der Führung eines Kommandos, aber auch die wichtige Erfahrung mit internationalen Einsätzen, wie zuletzt in Bosnien. Ich bin überzeugt, dass das Kommando des Jägerbataillons 19 mit Oberst Wölpersbeck in sehr guten Händen ist. Dazu verfügt das Jägerbataillon 19 mit der modernsten Kaserne Europas über die besten infrastrukturellen Voraussetzungen. In diesem Sinne wünsche ich dem neuen Kommandanten und dem gesamten Jägerbataillon 19 alles Gute für die Zukunft. Durch Ihr Wirken tragen Sie sehr viel dazu bei, dass sich die Menschen in unserem Land sicher und geborgen fühlen können. Ich wünsche den Rekruten alles Gute, herzlichen Dank. Es lebe unser Heimatland Burgenland, es lebe die Republik Österreich.
kommen jetzt zum zweiten Höhepunkt des heutigen Festaktes, der feierlichen Angelobung. Der Kommandant der ausgerückten Truppe befiehlt das Vortreten des Fahnentrupps des Jägerbataillons 19. Die Gelöbnisformel wird durch Rekrut Marderer Fabian vorgesprochen. Den Eid am Feldzeichen des Jägerbataillons 19 legen die Rekruten Egersdorfer Moritz, Karanezi Lirim, Schöpf Elias und Czanic Florian ab. Nach dem Eintreten des Feldzeichens erklingt durch die Militärmusik die burgenländische Landeshymne. Das Ganze! Auf! Acht! Ehrenzug! Präsentiert! Fahne Jägerbataillon 19, vortreten! Eingeteilte Rekruten, vortreten! Rekruten, sprecht mir nach! Ich gelobe! Ich gelobe! Die Republik Österreich! Die Republik Österreich! Und sein Volk zu schützen! Unser Volk zu schützen! Um mit der Waffe zu verteidigen! Um mit der Waffe zu verteidigen! Ich gelobe! Ich gelobe! Den Gesetzen und den gesetzmäßigen Behörden! Den Gesetzen und den gesetzmäßigen Behörden! Treue und Gehorsam zu leisten! Treue und Gehorsam zu leisten! Alle Befehle meiner Vorgesetzten! Alle Befehle meiner Vorgesetzten! Pünktlich und genau zu befolgen! Pünktlich und genau zu befolgen! Und mit all meinen Kräften! Und mit all meinen Kräften! Die Republik Österreich! Die Republik Österreich! Und dem österreichischen Volk! Und dem österreichischen Volk! Zu dienen! Zu dienen! In der burgenländischen Landeshymne. Das Ganze! Rechts! Thank you.
zwei dann. Da muss man schon alles tun. Daum. Hab die ganzen Alten ausgerufen. Ja. Ja, ich bin auch. Da kann man Foto machen. Ja, ich muss mir heute besonders schön anziehen. Jetzt, das ist gut, wenn es nur die rechts hinstellt, da kann man schön ausstellen. Meike Serna kommen auch. Brigadier, Hauptmann Robert meldet die Beendigung der Feierlichkeiten und bittet um weitere Befehle. Danke, Hauptmann. Danke, wohl auftritt. Das Ganze! Hop! Ab! Ehrenzug! Gewehr! Ab! Das Ganze Parade gut. Das Ganze hopp, hopp. Ehrenzug präsentiert zum Ausmarsch des Fahnenzeichens. Das Ganze rechts, schon Fahne ausmarschieren. Thank you.
Thank you.